Was geht ab, Freunde? Willkommen zu WhatsApp. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. International ist es so, dass YouTuber einen immer wichtigeren Status bekommen. Bedeutet, dass YouTuber für viele mittlerweile wichtigere Stars sind als Prominente aus den klassischen Medien wie Film, TV und Musik. In den USA wurde eine Statistik veröffentlicht, welche Promis den meisten Einfluss bei den Jugendlichen haben. Dafür wurden 1500 Jugendliche befragt. 10 der 20 Bekanntheiten waren YouTuber und das Krasse dabei ist, die Top 5 besteht nur aus YouTubern. Auch hierzulande sind YouTuber bei der jungen Zielgruppe unglaublich angesagt und werden immer wichtiger. Ein Beispiel: kein deutscher Promi hat auf Facebook so viele Likes wie ein Simon Desue. YouTuber entwickeln sich zu wahren Superstars, allerdings nur in der jungen Zielgruppe. Das Problem dabei ist nur, dass außerhalb des Internets die Wahrnehmung dieser Leute noch immer nicht wirklich stattfindet. Langsam wird es zwar besser, aber wirklich da ist die Wahrnehmung noch immer nicht. Wer sich die Statistik ansehen möchte, findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ellotrix ist einer der umstrittensten Kommentatoren in Deutschland, aber auch einer der erfolgreichsten. Lange wurde darüber spekuliert, wie der Gute wohl aussieht. Und genau das Geheimnis wurde nun gelüftet. In seinem neuesten Video hat er sich nämlich gezeigt. Ja, Mann. Hey Leute, was geht? Ellotrix ist hier und so. Und jetzt lass mal einen Penis in den Gang, weil dann ist alles in Ordnung. So sieht's aus, Freunde. Ja, Freunde, wir sind jetzt mittlerweile 3,5 Jahre auf YouTube. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Und ich bin jetzt diesen Schritt gegangen, mich zu zeigen. Einfach aus dem Grund, ich dachte mir so, ey, wenn mein Bro Monte das hinkriegt, dann kriegst du das auch hin. Rote Haare hin oder her, weißt du? Was für rote Haare? Das ist immer noch der Insider, wissen wir. Und das hat so viele Leute interessiert, dass es nach einem Tag über 400.000 Klicks gemacht hat. Zudem hat Ellotrix angekündigt, dass man ihn dieses Jahr auf der Gamescom sehen kann. Wenn ihr also auf der GC sein solltet, wünsche ich euch viel Glück, den guten Herrn zu treffen. Und das Video zu seiner Enthüllung findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Waititi sind back und verdammt normal. Die guten Jungs haben nämlich ihren neuen Song veröffentlicht und dieser nennt sich Verdammt normal. Ich bin verdammt normal. Ich bin verdammt normal. Ich bin verdammt normal. Verdammt normal. Auch mit ihrem neuen Song beweisen sie, dass sie Ahnung haben, wie man Ohrwürmer produziert. Das Video ist größtenteils im Vlog-Style gehalten, was unglaublich gut aussieht. Der Song und das Video kommen bei den Zuschauern mal wieder richtig gut an, nur die Klicks, die können noch nicht so überzeugen. Denn nach 3 Tagen hat das Video gerade mal etwas über 500.000 Views gemacht. Die anderen Songs waren dann noch ein ganzes Stückchen stärker. Nach 2 Monaten Pause ist das aber normal. Des Weiteren haben Waititi angekündigt, dass sie in Zukunft nicht mehr so viele Videos machen wollen. Das bedeutet, in Zukunft wollen sie auf Klasse und nicht auf Masse spielen. Der Song lohnt sich auf jeden Fall erstmal, deswegen Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Und auch die Jungs von Scenetech TV haben ein neues Musikvideo veröffentlicht und dieses ist im Rahmen des neuen Marvel-Films Guardians of the Galaxy erschienen. All the good love, when we all alone. Keep it up, girl, yeah, you turn me on. Ah, hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Das Video wurde echt professionell gefilmt und hat auch ein ganzes Stückchen Geld verschlungen, aber es lohnt sich, denn es ist verdammt gut geworden. Mit dabei sind wieder jede Menge YouTuber, zum Beispiel Miss Kokos, Master Jam, meine Wenigkeit, Ufone, Chris Tess und natürlich auch Whitefloor, die den Song dazu eingespielt haben. Das Ding ist ganz klar mein Videotipp der Woche, zieht es euch rein, unglaublich geil, Link dazu unten in der Videobeschreibung und weil ich das so cool finde, gibt es dafür gleichzeitig noch den Win der Woche. Denkt dran, Freunde, am 15. und 16. August ist auch schon wieder der Video Day in Köln. Und für alle, die noch Infos brauchen, hat der Video Day auf seinem YouTube-Kanal ein Video dazu veröffentlicht. Erste wichtige Frage: Gibt es wieder diese coolen Bändchen? Ich habe gesehen. Das wollte ich fragen, das war auch direkt schon eine Twitter-Frage. Ja, hab ich schon rausgeschickt. Weil wir haben alle noch die Bändchen an, ist mir gerade aufgefallen. Wann muss man aufstehen? Wann ist Einlass? Wie viel muss man früher da sein, um nicht ewig in der Schlange stehen zu müssen? Das wissen wir nicht, um wie viel Uhr ihr früher da sein müsst. Je früher, desto eher kommt ihr rein. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ach ja, und ich bin auf jeden Fall auch auf dem Video Day. Wenn ihr mich also treffen wollt, könnt ihr mich am meisten finden, wahrscheinlich bei dem Endemol Beyond Stand. Da werde ich rumtingeln und mit euch gerne Fotos machen, ein bisschen quatschen. Labert mich einfach an. Ich freue mich auf euch. Und jetzt kommt wieder der Kanal der Woche. Fast schon jeden Tag, ich ging noch vor die Tür, damit ich dich sah. Wir beide waren so glücklich,
verliebt. Und doch uns bleibt heute weit mehr als die Erinnerung. Es war nicht immer einfach, doch was ein schöner Traum. Der Neid von den anderen nimmt viel Zeit und Raum. Das war's mit WhatsApp von diesem Mal. Am Mittwoch wird es kein Trash Rap geben, weil ich ja in Köln bin, auf der Gamescom und auf dem Video Day. Aber ich versuche mal wieder ein paar Vlogs rauszuhauen auf meinem Zweitkanal. Einfach Phil, klickt da drauf. Hier, da kommt ihr hin. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier kommt jetzt letzten Trash Rap. Klickt drauf, zieht euch rein. Ich bin sau gespannt. Und wir sehen uns denn demnächst wieder. Ich weiß nicht, wie jetzt in nächster Zeit neue Videos kommen. Auf jeden Fall Montag und so. Und yeah. YOLO Lifestyle. Er hat eine grandiose Zeit auf YouTube. Kommt zu Gamescom, ladet mich an, lasst mal ein bisschen Spaß zusammen haben. Ich bin auch auf der Rocket-Bühne am 15. ist es. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Peace and out. Habt eine grandiose Zeit auf YouTube und in real life.